Hallo, meine liebe Waage. Das ist ja schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, wir schauen uns die ersten 14 Tage im September hier an. Ja? Wundert euch bitte nicht, dass die Überbelichtung wieder so extrem ist, aber ich sehe das alles positiv, weil wir haben heute knapp 30 Grad. Die Sonne ist draußen sehr aktiv und ich finde die Sonne dahingehend, wenn sie mir nicht gerade auf die Pelle scheint, dann finde ich die Sonne ganz toll. Ich habe auch alles zugemacht für euch, also von dem her seht es einfach als positive Energie an und geht einfach in die Annahme. Ja? Wir starten nämlich hier in dieser Legung mit den Phönix-Orakelkarten. Da schaue ich, in welcher Energie ihr seid. Ich gehe weiter mit den Weisheitskarten. Wir haben hier das Hexentarot. Damit werde ich die Neunerlegung mit den Lennys klären. Dann haben wir die schamanischen Karten noch damit bei. Wir haben, was haben wir noch bei? Das Psychix-Tarot. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden. Psychix-Tarot. Und die Liebes-Orakelkarten. Nee, die Liebes-Tarot-Karten. So habe ich es. Meine Güte. Ein bisschen mehr rückläufig ist noch in meinem System, merkt ihr, ne? Meine Lieben, wir gucken mal. Denkt bitte daran, ihr schaut in Eigenverantwortung. Es ist eine Kollektivlegung. Sie kann nicht unbedingt immer auf jeden zutreffen. Ja, und nein, wir wollen jetzt bitte mal eine Karte haben. Ihr seid schon vage, ne? Ihr braucht immer zwei Karten, ne? Nee. wir möchten jetzt bitte eine Karte für Waage haben. Für die Waage. Die ersten 14 Tage im September. Welche Karte ist da für die Waage? Welche Energie? Mit welcher Energie ist Waage verbunden? Welche kollektive Gruppe darf ich hier ansprechen? Die Priesterin. Das ist jetzt aber spannend. Die Priesterin. Meine Lieben, ich zeige euch die Karte mal. Ich finde die nämlich total schön. Die Priesterin ist eine gläubige Person. Eine im Glauben, im Vertrauen stehende Person. So. Und da der Zwilling heute im Chill-Modus ist, ist bei jeder Waage, die nicht im Chill-Modus ist, die Information jetzt, wenn du nicht chillst und dir das alles zu lange dauert, dann kannst du vorspulen. So, die Priesterin der Priester. Wir gucken mal, was wir hier noch für eine Bedeutung haben für euch. Kann sich hier nur um Stunden handeln. Die Schöpfung, die fährt gerade so runter, Leute. Das ist so mega. Nach dem rückläufigen Merkur. Das ist so herrlich. Ich genieße das gerade hier. Ich hoffe, ihr genießt es auch. So, die Priesterin. Die Priesterin oder der Priester. Vermitteln zwischen den Menschen und der spirituellen Welt und bewahrt Rituale und Zeremonien. So, die Information, die Botschaft, die dahinter steht. Mögest du in deinem Dienst an der Welt den Segen und die Erfüllung finden, die deine Seele zum Erblühen bringt. Wow, voll schön. Finde ein spirituelles Ritual, das dir hilft, dich mit deinem inneren Selbst und dem Göttlichen in dir zu verbinden. Das kann Meditation, Gebet, Yoga, das Führen eines Tagebuchs oder andere Formen der Selbstreflexion sein. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal informieren und nochmal festhalten. Meditation bedeutet nicht nur, du setzt dich hin und sitzt da und denkst, oh, ich kann sowieso nicht abschalten. Nein,
Das bedeutet zuhören. Kennt ihr nicht den Satz von euren Müttern oder von den Erwachsenen? Kind, hör jetzt endlich zu. Also wenn ihr so wart wie ich, ne, dann ist dieser Satz öfter gefallen. Ne? Oder wie es stand im Zeugnis? Katri bemühte sich, dem Unterricht beizuwohnen oder zuzuhören. Bemühte. Das ist genau das Gleiche, wie als wenn man sagen würde, Katrin konnte dem Unterricht nicht folgen, weil sie alles andere zu tun hatte, als zuzuhören. Das ist das. Und diese Energie der Priesterin, das ist ein Battle hier mit euch. Das ist wirklich wichtig, weil hier geht es um eure Weisheit. Es geht um die spirituelle Erkenntnis, Rituale, Zeremonien, Unterstützung und Beratung anderer. Ja? Verbindung zur göttlichen Quelle, innere Führung, Inspiration, Moral, Ethik, Integrität und Balance. Die Schattenseite, die werden wir uns auch jetzt angucken, ist Missbrauch von Macht, Manipulation, Kontrolle, Mangel, Selbsterforschung, Isolation, Selbstaufopferung, Selbsttäuschung und Vertrauensmissbrauch. Also auch das darf hier bitte angeschaut werden. Ja, ich bin auch natürlich, ich erzähle hier nicht immer nur tolle Geschichten, sondern es geht ja auch darum, dass wir hier weitergehen wollen. Ja, das bedeutet, man darf sich natürlich nicht nur die eine Seite, sondern natürlich auch die andere Seite angucken. Ne? So, jetzt gucken wir erstmal, meine Lieben. Was geht's denn hier bei euch überhaupt? Eieiei, der Winterschlaf. Nein, den wollen wir da erst verfallen. Oh, so viele Karten bei euch. Das Feld der Stürme, jawohl. Ja, Leute, für einige ist das eine Herausforderung, die Energie der Priesterin. Ja? Und das Feld der Stürme ist deswegen eine wundervolle Karte. Ich sage euch auch gleich warum, weil... was passiert denn, wenn hier so ein Tornado durch euer Leben prescht? Hier, Quersumme 9 sage ich schon, die 9. Die 9 ist ein Zustand, da möchte etwas in die Vollendung gehen. Ja, da ist noch nicht etwas beendet, sondern da wird erstmal was aufgewühlt, damit das Alte sich löst und etwas Neues in die neue göttliche Ordnung kommen darf, in die Entstehung kommen darf. Und zwar dein Winterschlaf hier, der wird jetzt weggewirbelt. Schluss mit Winterschlaf, wir haben hier Sommer, ja, 30 Grad, da ist nichts mit Winterschlaf. Es kann aber die emotionale Ebene sein, ja, dass du auf etwas wartest und das Gefühl hast, boah, ich versteinere hier, ja, es ist kalt um mich rum. Auf den ich warte, der lässt mich frieren, ja, ich brauche die Decke, ich habe mal kalte Füße und der ist nicht da. Wer weiß, was du auf dem Zettel hast, ja, aber sowas ist das. Es kann auch eine toxische Situation sein und die wird hier weggefegt. So, was haben wir noch? Wir haben den Berg hier, die 6. Es kommt Licht ans Ende des Tunnels, ja? Der Berg, hier die Vögelchen, die ihr hier seht. Nee, seht ihr nicht. Ich zeig's euch. Ja, es wird eine Situation, die blockierend ist, die eine Blockade darstellt. Der Berg ist eine Blockade. Da wird, genauso wie der Winterschlaf, da wird etwas jetzt beleuchtet. Du darfst ins Verstehen kommen, Waage. Mit Ruhe und Beharrlichkeit. Die 3, 12, Quersumme 3. Ganz entspannt, ausgeglichen, voll im Chill-Modus. Lass den Tornado wüten und die negativen Energien und Situationen wegpusten. Und du wirst in deinem Schneckenhaus sitzen und wirst dieses ganze Drama hier mit Ruhe und Beharrlichkeit anschauen. Und wenn das dann erledigt ist, ja, dann haben wir hier die 54, Quersumme 9. Der Sturm sorgt dafür, dass du trotz alledem hier ermutigt wirst. Ne? Also nicht gleich aufgeben, weil da jetzt ein Sturm in dein Feld kommt, sondern der Sturm ermutigt dich. Schau dir das mal an, was du mit dir getragen hast und was jetzt weg kann. Schau dir die Blockade an, mit Ruhe und Beharrlichkeit. Das ist auch so eine Geduldsgeschichte hier. Ne? Okay. Jetzt machen wir mal eine Neunerlegung hier mit den Lennys. Ja, also, ich sag ja, du bist vom Kopf her, bist du positiv und glücklich
wie so eine kleine Schnecke im Schneckenhaus sitzend. Machst dein Ding, lässt den Sturm toben und triffst eine Entscheidung zum Glücklichsein. Ja, ich entscheide mich, sagst du, zum Glücklichsein. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich entscheide mich fürs Glücklichsein. Auch wenn ich eventuell jemanden bei mir habe, der nicht ganz so lichtvoll ist, oder aber du Menschen selber im Feld hast, die sagen, was macht denn Waage jetzt da? Also lass dich nicht verunsichern. Du entscheidest dich fürs Glücklichsein, aber du schaust auch, wenn du das Gefühl hast, du bist unsicher, weil der Sturm tobt und du das Rauschen und das Knallen hörst vom Knallen der Bäume, vom Umstürzen, vom Abbrechen der Äste und du hörst dieses Heulen des Windes und das macht dich unruhig, ja? Dann geh in dein Schneckenhaus, triff die Entscheidung, ich bin glücklich. Das ist nichts anderes wie jetzt, ne? Entscheidest du dich, Fernsehen zu gucken, dann wirst du aggressiv und drehst durch. Entscheidest du dich aber, Eis zu essen, Kaffee zu trinken, glücklich zu sein, meine Güte, das ist doch wundervoll, ja? Guck mal, wie du erblühen könntest, ja? So, du entscheidest dich nämlich hier, warum kriege ich das jetzt rein? Du entscheidest dich hier mit einer Freundin, glücklich zu sein, dich abzulenken von einer toxischen Situation oder von einer Situation, die im Winterschlaf sich befindet. Das kann eine dritte Person sein, wir gucken uns das gleich mal an. Ich will da gar nicht großartig rumfaseln, sondern ich gehe da jetzt mal ins Detail. Und dann gucken wir mal, was ich dir noch zeigen möchte. Aber definitiv entscheidest du dich fürs Glücklichsein. Jawohl, da kommt ja dein Herzmensch. Den hast du im Herzen. Du hast hier jemanden im Herzen. Und der befindet sich im Winterschlaf. Und da kommt jetzt, weil der nicht aus dem Pott kommt, der Sturm. Der drückt den durch den Geburtskanal. Hatte ich gestern in deiner Belegung auch schon mal gehabt, ne? Dass der feststeckt im Geburtskanal. Und der kommt nämlich, um eine Entscheidung zu treffen. Da kommt jetzt was. Ah, guck mal einer an. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber Waage, du hast es hier mit zwei verschiedenen Männern zu tun. Und erzähl mir jetzt nicht, das stimmt nicht. Du hast einen total im Herzen, und einen anderen, wie auch immer das sein mag. Das ist ja cool. Und das könnte der Auslöser für den Sturm sein. Oh mein Schatz, stell dir mal vor, ich habe mich heute mit Timo getroffen. Wer ist Timo? Oh, das ist ein ganz toller neuer Freund. Ich habe den kennengelernt. Ich war mit meiner Freundin beim Eisessen, sagst du. Und der sagt, ja, und wer ist das jetzt? Ja, keine Ahnung, wir haben den kennengelernt. Und schwupps, kommt die nächste Wehe. Das ist Energiearbeit, Leute. Kommt die nächste Wehe, kommt der Sturm und dein Herzmensch kommt in den Puschen und trifft eine Entscheidung. Eieieiei. Also, das ist ja schon ein bisschen cool, ne? Waage, was machst du hier? Okay, hier wird jemand unruhig. Ich wollte die Karten eigentlich nicht nehmen. Sie haben aber gesagt, doch, nimm die Karten bitte. Hier kommt jemand aus dem Rückzug und es geht hier um eine Beziehung, um eine Bindung zu euch und der wird hier unruhig, nervös und kommt dann auf dich zu, weil der glaubt, dass du da jemand anders am Start hast. Habe ich doch gesagt. Habe ich das gerade gesagt oder habe ich das gerade gesagt? Sag doch, Geburtskanal. Der steckt fest und dadurch, dass der feststeckt und du irgendwas erwähnst und erzählst, kommt der in eine Pötte. Okay, was für eine Legung. Oh mein Gott. Ich wollte gar keine Liebeslegung kriegen. Aber ihr seht ja, wir nehmen nur die umgedreht ist. 10 der Stäbe. Ja. Das könnte sein, dass diese Idee eine Freundin von dir dir erzählt hat. Und dass die gesagt hat, erzähl mal das und das, also was ich gerade erzählt habe. Oder die Situation an sich ist für dich sehr belastend mit dem Winterschlaf und dass du dir jetzt hast hier irgendwas einfallen lassen, weil diese Königin der Stäbe, die kann hier auch die Unruhe auslösen durch diesen Vorschlag der Satzgebung, die ich dir gerade genannt habe. Es könnte sehr gut sein, dass dein Gegenüber jetzt denkt, der wird misstrauisch, dass du hier einen anderen am Start hast und kommt deswegen in eine Pusche und kommt auf dich zu mit einer kommunikativen Botschaft.
Okay. Ja, irgendwie muss man ja die Männer dazu kriegen, sich zu bewegen, ne? Also ich sag mal so, wenn man gerade eine Entbindung hat und das Kind steckt im Geburtskanal fest, dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ne? Wie man das Kind nach vorne bringt. Also zu meinem Kind habe ich gesagt, nachdem die Hebamme sagte, noch 3 Stunden noch. Also du kommst jetzt raus. Und plupp, mich auf die Seite gedreht, Fruchtblase geplatzt, 1,5 Stunden später war das Kind da. Ihr könnt schon, wenn ihr wollt, könnt ihr schon darauf Einfluss nehmen. So ist es nicht, Leute. Ne? Also, wer will, der kann. Und der macht. Das ist echt spooky hier. Herrlich. Nein. Das war Unlicht. Guckt mal hier. Dieser Mensch, der hier in dein Leben kommt, ne? Der hier Unruhe stiftet, der deine Person, dein Gegenüber hier zum Agieren, zum Entscheiden bringt, der tut dir aber auch wirklich gesagt ehrlich gut, ne? Der macht dich glücklich, da ist eine gute Kommunikation, der bringt dir die Leichtigkeit, nette Gespräche. Das kann auch ein ganz normaler guter Freund sein, den du schon, weiß nicht, aus dem Kindergarten kennst. Und plötzlich kommt der wieder in dein Feld. Ja, oder keine Ahnung was. Und du erzählst dem Gegenüber, Mensch, stell dir mal vor, den habe ich getroffen. Das war so toll. Und dann sagt er, ey, Moment mal, ich glaube, ich muss mich jetzt mal entscheiden. Weil sonst geht meine Beziehung flöten. Ich werde unruhig. Na, ich gehe mal auf sie zu. Aha. Es ist aber etwas, was dich, wie gesagt, auch belastet. Also du bist normalerweise keine Waage, die so ein Spielchen treibt, muss ich auch dazu sagen. Aber das ist halt, das kommt jetzt ins Feld, ne? Ja, wie geht's denn weiter mit euch? Die Sonne ist da. Also beide Männer tun dir irgendwo gut, ne? Für den einen empfindest du, der unsicher ist, und dem anderen, der macht dich glücklich, weil er dir gerade gut tut. Das ist schon eine echt interessante Legung hier. Und dann kommst du. Oh mein Gott. Guck mal da. Also was Fakt ist, kann ich dir jetzt schon sagen. Du entscheidest dich für den, an dem du schon länger festhältst, mit dem du im Winterschlaf bist. Das weiß ich. Weil die Entscheidung ist da. Füreinander. Ja, von beiden Seiten aus. Aber der Anstupser, von der Idee her, ist diese Energie. Es kann natürlich auch sein, dass diese weibliche Energie, die Königin der Stäbe, dass die diesen Menschen hier symbolisiert. Charismatisch, weiblich, feminin, sexy, macht dich glücklich, strahlt wie die Sonne. Ja, und dass dadurch dieser Mensch hier in Bewegung kommt. Und dann sagt er, will sie wirklich noch eine Beziehung mit mir? Der stellt sich die Frage. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Vielleicht ist sie auch gar nicht ehrlich, sagt er dann zu dir. Vielleicht bist du ja gar nicht ehrlich zu mir. Du triggerst, dein Herzmenschen triggerst du mit dieser Situation. Aber das ist gut. Weil irgendwann muss ja mal was passieren. Weil Winterschlaf und Blockade, ne? Du schaust dir aber das Spektakel von den Herren hier, schaust du dir hier an in deinem Schneckenhaus, ne? So. Du schaust dir auch ganz genau an, wer du geworden bist. Weil du hast dich nämlich weiterentwickelt, Waage. Du bist nicht mehr eine Taschalle. Du bist jetzt hier eine Priesterin. Langsam aber sicher entfaltest du diese Energien und deine Wahrnehmung und dein Charisma verändert sich. Ja? Und du hinterfragst natürlich auch, wenn er nicht auf dich zukommt. Ne? Warum ist er so unsicher? Ist er ehrlich zu mir? Ist er dann auch ehrlich in der Beziehung? Also du hinterfragst alles und ganz, ganz viel. Ne? Oder auch die Reaktion, die er dir dann gibt darauf, auf diese Situation. Ne? Das hinterfragst du auch. Du siehst, du lernst die Menschen in dieser Situation nochmal aus einem anderen Blickwinkel kennen. Nee, das war nicht eindeutig. Für die Waage bitte, für die Sonne, die weibliche Hauptperson und die Masken. Wow, der denkt, du hast eine Affäre. Der denkt, oh mein Gott, also... Der denkt, ich kann es gar nicht anders sagen. Leute, der denkt hier, liebe Waage, der denkt hier, du hast mit dieser Person was am Laufen. Und das ist etwas, was dich dann auf einmal total blockieren wird. Aber das muss der, das muss er leben, damit der in die Puschen kommt. Weil der ist sich zu sicher, deiner Person. Der denkt, oh, die Waage wartet. Ich regel da was, ich stecke im Geburtskanal. Ne, der Sturm, der kommt, du ziehst dich zurück, du sagst, na, lass dir mal kommen, die nächste Wehe ist da.
Und dann erzählst du, oh Mensch, also stell dir mal vor. Und dann sagt er, Es könnte auch sein, dass er dir noch was verheimlicht, dass er dir noch irgendwas in Bezug auf eine Beziehung nicht gesagt hat. Dass er sich unsicher wird in Bezug auf eure Beziehung, weil wenn du jetzt schon was vom anderen erzählst und Ritter der Stäbe ist die Sexualität, ne? Der glaubt wirklich, dass du mit dem was am Laufen hast. Und da sagst du dann, nee, ich möchte einfach nur, dass du in die Puschen kommst. Da gibt es nochmal eine Diskussion, Leute, das sage ich euch. So, guck dir genau die Liebe an. Prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nichts was Besseres findet. Der Teig von meiner Oma gelernt. So, Leute, wie sieht's aus bei euch? Ha? Ich bin gespannt, wer damit in Resonanz geht. Es geht richtig die Post ab bei euch. Ich sag euch das. Das wird nochmal richtig spooky werden hier. Da kommt jetzt richtig Fahrt rein. Wegen eine dritte Person. Ich sag euch das. Das finde ich ja eine tolle Legung. Juhu. Okay, liebe Waage. Nichts mehr mit Waage und ausgeglichen. Nee, 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 nee. Da kommt was. Ui, jetzt kommt da endlich mal Fahrt rein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe jetzt das dritte Mal im Luftkollektiv diese beiden Karten gezogen. Ihr habt gesehen, ich habe die gemischt. Pass auf. Sei der Jäger, nicht der Gejagte. Was bedeutet das? Presche voraus. Mach ihm die Socken scharf. Ne? Also, das ist eine Energie, da wo du die Oberhand hast. Das ist eine Energie, wo du die Entscheidung triffst. Was ganz wichtig ist aber in der Situation ist, bewusste Verbindung. Verbinde dich mit dir selbst, bleibe standfest, bleibe stabil. Das ist ganz, ganz wichtig hier bei euch beiden, ja? Möchte ich euch mal noch mit dazugeben. Natürlich hinterfragt er, ob du ehrlich bist, wenn du ihm so eine Story erzählst. Aber was kannst du dafür, wenn der feststeckt im Geburtskanal und nicht auf dich zukommt? Oder er, weiß ich nicht, noch irgendwas, eben, ich weiß ja nicht, was er noch zu klären hat, ne? Oder zu laufen hat. Aber du kannst ja nicht dein Leben lang auf den Menschen warten, nur weil er nicht in der Pusche kommt, ne? Also wie gesagt, und ich finde, die 90-Sekunden-Regel und die 72-Tage-Regel ist schon mehr als genug, ne? Also 90-Sekunden-Regel ist, bevor du antwortest, wenn er dir was sagt, denk erstmal drüber nach. Ne? Und die 72-Tage-Regel ist halt 72 Tage erstmal abwarten, als Zeitfrequenz setzen und wenn dann nichts kommt, eine Entscheidung treffen. Ganz klar, du kannst ja nicht dein ganzes lichtvolles Leben auf diesen Menschen warten, weil wie gesagt, ein anderer ist auch noch da. Da kommt, und der ist positiv. Ist nicht so, dass der kein Interesse hat an dir. Oh, da geht auch noch was. Oder würde was gehen hier. Ne? Und natürlich sehe ich hier die Entscheidung zu ihm, mit dem du es zum Anfang zu tun hattest. Aber dieses Universum schickt ja nicht umsonst eine zweite männliche Person ins Feld. Was haben wir denn hier? Ausruhen und überdenken. Ja, es wird einen kleinen Stillstand geben, wo man ausruht und etwas überdenkt. Glauben und erfolgreich sein. Zu wissen, ja, das ist ein Prozess, das soll so sein. Das kann für dein Gegenüber so sein. Das kann aber auch für dich stehen, dass du sagst, du lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Es hat was mit deiner Wertigkeit zu tun. Guck mal, Kontakt aufnehmen. Da kommt noch was, die drei. Und dann kommt wieder umarmen. Ja, also da kommt wieder Friede rein. Aber diese Lektion, die wirst du ihm geben. Du wirst ihm lehren, dass du nicht das ganze Leben auf ihn wartest. Das wird nicht funktionieren, Waage. Das wirst du ihm vermitteln. Du wirst ihm jetzt nochmal so einen kleinen Kick versetzen. Das sehe ich so. Der Kick wird kommen.
Durch eine dritte Person. Ich wusste, dass das so kommt. Meine liebe Waage, es wird jetzt die nächsten 14 Tage sehr aufregend werden. Wichtig ist, dass du dich mit dir selbst verbindest. Dass du eine bewusste Verbindung zu dir aufbaust und dass du nicht der Gejagte, sondern dass du der Jäger bist. Das bedeutet nicht, du gehst mit ihm ins Bett, nicht falsch verstehen. Sondern es geht darum, dass du weißt, dass deine Wertigkeit nicht nur von deinem Gegenüber gesehen wird, sondern auch von anderen. Und dieses in die Puschen kommen und dieses mal, ne? Du bist auch für andere interessant. Eine Priesterin-Energie ist ja wirklich was Interessantes. Und du schaust dir natürlich an, zu wem passt du jetzt besser? Und wo ist es leichter? Wisst ihr, Liebe ist leicht. Liebe fließt. Alles, was stagniert, alles, was nicht fließt, ja, setzt dir eine gewisse Zeit. Und wenn in dieser Zeit nichts passiert ist, dann lass auch los, weil es geht dann auf deine Kosten. Und das ist nicht gut. Dann leidest du. Dein Gegenüber nicht, aber du. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du wirklich für dich überlegst, was möchte ich wage. Das heißt nicht, dass ich das, was ich jetzt hier gesagt habe, dass du das umsetzen sollst, sondern das sind Impulse, das sind Hinweise, ja? Das sind Tipps, wie du mit dieser Situation zurechtkommen kannst, okay? Also, liebe Waage, in diesem Sinne, hab eine schöne Zeit, alles Liebe, viel Spaß mit diesem coolen Battle hier. Kannst du mir ja mal gerne erzählen, ist bestimmt spannend, weil du wirst dich definitiv, du wirst dir das Battle nicht geben, du wirst hier in deinem Schneckenhaus sitzen und den Sturm aus deinem Schneckenhaus heraus betrachten. Ja, du wirst dir einfalksen. Definitiv. Okay, Waage. Alles Liebe. Danke für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Okay? Ciao.